Hallo, hier ist eure Birgit wieder. Heute sind wir wieder bei einer Versicherung. Und zwar sind das die Autoversicherung. Und zwar die Autoversicherung sind hier vollkommen anders. Die sind immer teuer. Du singst auch nicht. Du kannst noch so lange unfallfrei fahren. Du kannst, ich glaube, 5 bis 10% sparen, wenn du alle 2 Jahre zu einem Kurs gehst, wo man dir dann zeigt, was alles neu ist und was man immer alles beachten sollte, könnte oder müsste. Das kannst du dann bei deiner Versicherung einreichen und dann bekommst du einen bestimmten Rabatt. Zu dem Führerschein, der muss, ich glaube, alle 5 Jahre musst du wieder hin zu einem Sehtest und dann bekommst du einen neuen Führerschein. Du musst keinen Test machen, außer es sei denn, du hast einen LKW-Führerschein. Dann musst du natürlich auch einen, wie sagt man, einen Gesundheitstest durchführen. So, hier fahren also viele Leute, auch wenn sie noch 95 sind oder so, wenn sie dann noch gesundheitlich dazu in der Lage sind zu fahren. Versicherungsmäßig, wie gesagt, ändert sich da nichts. Es spielt auch eine große Rolle, welches Auto du fährst. Wenn es relativ neu ist, dann bezahlst du viel, viel mehr, als wenn du dir ein älteres Auto gekauft hast, was natürlich auch Sinn macht, weil ein neueres Auto kostet ja nun mal mehr, wenn es ersetzt werden muss, als wenn du eins fährst, das schon 10 Jahre alt ist. Es gibt ein paar Versicherungen, die dir wirklich anbieten, etwas zu sinken, oder das ist dann anders. Du bekommst dann jedes Jahr etwas wieder ausgezahlt, wenn du unfallfrei fährst. Oh Gott. Aber die ist dann auch dementsprechend teurer wie die anderen Versicherungen, sodass du am Ende natürlich wieder nichts sparst. So, also es spielt vom Prinzip her keine Rolle, wie das ist, ob du nun jetzt jung bist oder alt bist oder 5 Jahre Fahrpraxis hast oder 20 Jahre Fahrpraxis hast, die Autoversicherung bleibt immer die gleiche. Die ist auch auf bestimmte Personen festgeschrieben, also entweder auf Familienmitglieder oder auf eine Person. Wenn eine andere Person fährt und du die einträgst, dann kann das manchmal teurer werden, weil natürlich umso mehr Leute das Auto fahren, umso größer ist natürlich das Risiko, dass auch etwas passiert. So viel zu den Autoversicherungen heute. Da gibt es auch gar nichts weiter groß zu sagen, weil da gibt es keine große Auswahl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Unterschiede sind da sicherlich etwas größer. Man kann schon bei bestimmten Versicherungsunternehmen 200, 300 Dollar im Jahr sparen. Aber im Grunde genommen musst du denn, wie gesagt, diese Autoversicherung dein ganzes Leben lang bezahlen, ohne dass du in den Prozenten sinkst. Das wird dir nicht angerechnet. So viel dazu. Wenn du dann wirklich eine Autoversicherung hier brauchst, wenn du ein Auto mietest und hier auf Urlaub kommst, brauchst du keine Extraversicherung abschließen. Das ist im Mietpreis mit drin. Das bezahlt dieser Anbieter, von dem du das Auto gemietet hast. So brauchst du dir darum gar keine Sorgen zu machen und kannst mit dem Auto ganz sorglos hier umherfahren. So, also dann immer schön unfallfrei fahren. Bis zum nächsten Mal. Eure Birgit.